Okay. Radio Z95,8. Ihr hört die lokalen Leidenschaften. Inzwischen so im zweiten Hälfte des Monats Mai, den wir ausgerufen haben zum Female. Schon den ganzen Mai tatsächlich treu an meiner Seite, Andreas. Herzlich willkommen. Hallo. Und unsere heutige Vertreterin der großartigen Künstlerinnen aus der Metropolregion, Olli Badjurka für Melonball. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das war ja für uns perfekt, weil wir gesagt haben, okay, diese Band ist sowieso auf unserer Liste, die wollen wir in nächster Zeit sowieso interviewen und du bist auch noch dabei, mega, und damit willkommen im Female. So schnell geht's. Wir haben uns nämlich für alle, die das Ganze noch nicht so intensiv verfolgen, vorgenommen, den ganzen Mai über einfach Platz zu schaffen für ein ganz bewusstes Schlaglicht auf die Musikerinnen der Metropolregion. Dafür gibt es extra diese Interviewreihen, die wir hier machen, und es gibt auf Instagram und auf Facebook auch noch jeden Tag neue Fotos mit großartigen Frauen, die die Musikszene hier in der Gegend voranbringen. Und heute ist Olli bei uns. Ich habe mich in die Band verliebt, schon am Pressetext, der sagt, mit dem schönen Satz endet Female Fronted ist kein Genre. Ich habe, ach, ja. Wäre das ganze Female-Thema bei euch sowieso schon längst angekommen, oder? Wie ist es so? Ja, tatsächlich ist uns halt aufgefallen, dass immer wieder, wenn denn dann mal eine Frau, und vor allem wenn es die Sängerin ist, in einer Band spielt, dann wird das ganz oft immer so extra hervorgehoben, so Female-Fronted-Metal, Female-Fronted-Punk-Rock. Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, warum? Weil das ist doch total egal. Also wenn es halt eine gute Musik ist und irgendwie Bock macht, das ist einfach kein eigenes Genre, nur weil eine Frau da irgendwie vorne steht. Und ja, das ärgert mich einfach jedes Mal wieder. Und deswegen haben wir das auch in unserem Pressetext mit aufgenommen. Ich finde das sehr sympathisch. Für die männliche Variante gibt es nämlich bezeichnenderweise nicht mal ein Wort. Ja, male-fronted habe ich jetzt auch so noch nie gehört. Nee. Sagst du was? Es gibt quasi normal und für Frauen. Ja, genau. es ist ein Elend. Aber mal abgesehen von female-fronted, was ist die Musik, die ihr macht? Ja, wir machen eigentlich ganz normalen, astreinen Punk-Rock, Melodic-Punk-Rock, um es genauer zu sagen. Das heißt, es ist schon Punk, also es ist schnelles Schlagzeug, aber die Gitarre ist melodiös und es ist oftmals zweistimmiger Gesang, manchmal sogar dreistimmig. Genau, und das macht dann eben Melodic Punk Rock aus. Und wir müssen dazu sagen, dass den ersten Song, den wir hier zum Einstieg gehört haben, schon von Melonball War war. War. Melonball War. der hieß Move Your Mind. Wen hast du dir ins Boot geholt für den Melodic Punk Rock? Genau, also wir sind zu fünft. Gott. Ja, zu fünft. Oh Gott, ich bin ganz Banane heute irgendwie. Genau, das sind Basti, Charinger, Chris und Jens. Der Jens spielt Bass, der Chris ist unser Schlagzeuger. Der Charinger spielt auch Gitarre bei uns und der Basti spielt auch Gitarre bei uns. Und wer ist die zweite Singstimme? Basti, der Gitarrist, singt meistens in den Refrains oder an anderen Stellen eben auch noch eine zweite Stimme noch dazu. Und manchmal dann im Refrain unterstützt auch noch der Steffen, also der Charinger. Wir nennen ihn Bandintern Charinger, deswegen. Ja. Ja, das ist jetzt öffentlich und da kommt nie wieder raus aus der Nummer, falls es ihm peinlich ist. Blöd. Ja. Hast du die ausgesucht oder war das so ein Zusammentreffen von kosmischen Kräften? Tatsächlich irgendwie kosmische Kräfte, so ein bisschen. Es ist so, also ich wollte eigentlich schon immer, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, wenn es okay ist. Ich wollte ich wollte schon immer Punkrock machen. Also ich habe schon, seit ich 14 bin, in Bands gespielt und so, halt immer mal, so kennt man ja diese typischen Coverbands, mit denen man so anfängt, sich durch die Jutzens zu spielen. Dann habe ich es mal mit zwei, drei anderen Bands, haben wir es auch mit eigenen Songs. Es war halt eher immer so Pop-Rock, nenne ich es jetzt mal, was man halt so erwartet, wenn man halt trotzdem auf Rock steht, aber trotzdem eine Frauenstimme hat. Also halt immer dieser Guano Apes war da schon das härteste der Gefühle, aber ansonsten eher so in die, ja, also Pop-Rock. Und ich wollte eigentlich immer Punk-Rock machen, weil ich in der Szene eigentlich viel unterwegs war und ich meine, es gibt ja auch sehr viele großartige Bands hier bei uns in der Region. Und immer, und ich kannte auch sehr viele, also ich habe ja jahrelang, über 6 Jahre in der Luise gearbeitet, ich habe bei Burnout-Events mit Konzerten veranstaltet und so weiter. Und ich hatte eigentlich die Connections, aber immer, wenn ich gefragt habe, ey, cool, habt ihr Bock mit mir eine Band zu machen? Dann hieß es, ja, aber Frauengesang und Punkrock, das passt überhaupt nicht. Und das durfte ich mir wirklich
sozusagen mein Leben lang anhören. Und wenn ich mal so zurückblicke, dann gab es auch wirklich gar nicht so wahnsinnig viel jetzt, außer mal die Distillers oder so. Und ich meine, mit Brody Dale bin ich jetzt auch nicht gerade, weil die rotzt halt so richtig ins Mikro. Ich singe halt wirklich clean, ja. Und das gab es eigentlich bis dato noch gar nicht. Aber wenn man sich dann mal so Bad Religion oder so ansieht, der singt ja auch clean oder selbst der Sänger von Lagwagon. Und dann habe ich mich halt immer gefragt, warum das dann angeblich bei einer Frau nicht funktionieren sollte. Naja, und dann das geilste Festival übrigens meiner Meinung nach Europas, Punk Rock Holiday, da haben wir uns irgendwie alle gemeinsam getroffen und der Großteil hat sich da auch kennengelernt. Und da war es dann irgendwie einfach schnell klar, dass wir Bock haben, zusammen Musik zu machen. Und die Jungs haben mich eher die ganze Zeit darin bestärkt, dass es total geil ist, einen Frauen-Clean-Gesang dabei zu haben. Also die haben nie gesagt, ja, kannst du nicht ein bisschen rotziger klingen oder kannst du nicht ein bisschen mehr, sondern die fanden das eigentlich gerade geil und das hat mich total bestärkt, weil all die Jahre davor habe ich immer gedacht, ich kann das gar nicht, weil mir das immer eingeredet wurde. Und jetzt stelle ich fest, doch, ich kann es. Und eigentlich finden das auch ziemlich viele Leute gut. Vielleicht nicht jeder, aber manche. Und so schlecht kann es ja nicht sein oder so verkehrt. Da sind wir jetzt tatsächlich an einer Stelle angelangt, die ja ganz interessant ist, wo wir sagen, auf der einen Seite gibt es keine Schublade, die female-fronted ist, auf der anderen Seite gibt es eine Schublade Punk, die absolut leer ist, was Frauen angeht. Ich habe vor 10 Tagen, glaube ich, das Bild von Sarah Lohr gepostet von Agne Kid Joe und als Text darunter geschrieben, als Frau im Punk, steht man erstmal, muss man ganz schön mutig sein, um da auf der Bühne zu stehen. Wir haben mit der Silvia von Alveol letzte Woche gesprochen, dass es im Metal sehr, sehr düster aussieht, aber dass gerade im Punk einem so etwas entgegen, wo man doch sagt, hey, das ist links, das ist autonom, das ist cool, wir sind total anders als der Rest der Welt und dann heißt es plötzlich, ja, aber Frauen... Also, du hast jetzt schon ganz viel angesprochen. Ich finde nämlich eigentlich, dass es im Metal schon auch schon seit mehreren Jahren sehr erfolgreiche Metal-Bands gibt, wo Frauen singen. Also jetzt Walls of Jericho ist natürlich jetzt so das Vorzeigeding. Sie singt halt auch eher sehr männlich, deswegen frage ich, also ja. Manchmal habe ich den Eindruck, dass man dann den Frauengesang nur dann mag, wenn er möglichst männlich klingt. Das ist ja auch irgendwie schon wieder komisch. Und im Punkrock glücklicherweise... habe ich aber, also finde ich schon, dass in den letzten paar Jahren sich da viel getan hat. Und ich rede jetzt gar nicht so sehr von diesem, ja, also es geht mir jetzt schon ein bisschen um diesen Melodic Punkrock, der so ein bisschen Amerika-Punkrock angehaucht ist sozusagen. Und da gibt es jetzt eigentlich in den letzten Jahren zum Glück schon ziemlich, also viele Bands mit Frauen, die sich da hervortun. Also zum Beispiel Bad Cop. Bad Cop ist eine Band, die der Punkrocker schlechthin, also Fat Mike, mit seinem Label halt ganz schön pusht und jetzt seit den letzten Jahren auf sämtliche Bühnen schleift und auf sämtliche Festivals und die sind auch richtig geil. Also er pusht eben quasi diese Frauenband, die bestehen auch rein nur aus Frauen. Dann auch Not on Tour ist eine super geile Band aus Tel Aviv. Die Interrupters sind super erfolgreich, eine richtig geile Sängerin. Und solange, also ich finde schon, dass es in den letzten Jahren sich was getan hat. Aber als ich halt 15, 16, 17 war, da durfte ich mir das halt immer anhören, dass es nicht passt. Naja, es gab ja am Anfang, ist das so ein Ding, dass sie praktisch die Frauen ausgegliedert worden sind in eine eigene Schublade namens Riot Girls? Denn so Bands wie The Slits zum Beispiel oder so waren ja riesengroß eigentlich im Punk, sind aber gleich in eine eigene Schublade gesteckt worden. Genau, ja. Also es wäre gut, wenn es irgendwann nicht mehr so wäre. Aber ja. Selbst Punk Rock Holiday, was ein super linkes, ganz offenes und nachhaltiges Festival ist, da suchst du die Frauen auf der Bühne. Also kaum. Und wenn, dann sind sie Sängerinnen, oder? Ja, meistens schon. Wie gesagt, bei Bad Cop, Bad Cop sind alle Frauen. Mhm. Das ist allein schon komisch, wenn man selber im Publikum steht als Frau und das ein ungewohntes Bild ist. Ne? Also ich habe die dann auch in München noch gesehen, jetzt vor Corona. Und also die spielen super geil, ja, keine Frage. Aber trotzdem ist es irgendwie ungewohnt für einen selbst. Und das ist doch schon die Idiotie an der ganzen Sache. Gerade hinter den Drums oder so. Und eigentlich will ich so gar nicht denken in diesen Schubladen. Und trotzdem erwische ich mich dabei, wie ich es gewöhnungsbedürftig vielleicht sogar finde. Ganz komisch. Es hat sich was getan in den letzten Jahren. Da würde ich noch kurz darauf zurückkommen, bevor wir noch einen Song hören. Hast du eine Theorie, warum?
Also ich denke natürlich, dass wenn jemand wie Fat Mike sagt, die Band ist geil, dann finden das einfach alle geil. Also er ist natürlich schon jemand im Punkrock, der halt irgendwie so ein bisschen den Ton angibt, denke ich. Ja, habe ich eine Theorie ansonsten, warum? Ich weiß es nicht. Ich finde nämlich auch, dass die angesprochenen Bands jetzt auch gar nicht so versuchen, also die Mädels in den Bands oder die Frauen, die versuchen nämlich auch gar nicht so wahnsinnig männlich zu sein. Und das finde ich nämlich eben sehr erfrischend. Nichts jetzt gegen Brody Dale oder so, ich sehe jetzt nur so mein Beispiel für eine Frau, die halt extra sehr derbe sein will und so eine krasse Stimme auch hat. Und diese Frauen, also gerade Sima von Not on Tour oder so, gar nicht. Die steht im Rock sogar oft, also sogar, oh Gott, aber sie steht im Rock oft und macht halt Punkrock, ja. Und das, glaube ich, hat sich so getan. Also, dass man nicht mehr nur eine Frau dann cool findet, wenn sie mit Baggies auf der Bühne ist und irgendwie möglichst männlich ist. Ist das so ein bisschen das Joko und Klaas Problem, das wir ja gerade ganz krass hatten mit diesen 15 Minuten gewonnene Sendezeit? Dass sie sagen, ja, wir brauchen aber einen Mann, der die Frauen mal nach vorne schiebt, damit wir über Frauenthemen reden können oder Frauenmusik, Musik von Frauen hören können? Was habe ich da jetzt für eine Meinung zu? Einerseits, also ich finde es schon trotzdem natürlich cool, dass Männer sich mit dem Thema auseinandersetzen und das dann in den Vordergrund rücken. Also mein eigener Freund zum Beispiel, das ist fast also der Erste, der noch die Diskussion anfängt, noch bevor ich sie anfange, weil der tatsächlich noch immer sehr viel beleidigter bei solchen Sachen ist als ich als Frau. Also er findet diese Ungerechtigkeit noch schlimmer. Deswegen finde ich das jetzt gar nicht per se so, ob jetzt ein Mann das Thema anspricht oder eine Frau. Es ist einfach wichtig, dass es jemand anspricht und die beiden haben halt eine Macht auf eine bestimmte Menschengruppe oder Medienkonsumenten, die sonst mit dem Thema wahrscheinlich selten konfrontiert werden. Und deswegen fand ich das eigentlich jetzt schon ja, eine gute Sache, dass sie das eben dafür genutzt haben. Ich meine, für uns ist das natürlich jetzt nicht überraschend. Also für mich war dieses, das ist nicht so ein Augenöffner oder so wahnsinnig überraschend. Ich habe mir gedacht, okay, allein ich habe schon jetzt 3, 4, 5 Situationen, meine Freundinnen und so. Aber halt in diesem Format, auf diesem Sender und vielleicht diese Zielgruppe anzusprechen, ist vielleicht schon mal was, also schon was Neues wahrscheinlich. So, ich bin auch bei. Jeder Schritt ist auf jeden Fall was Gutes, auch wenn man an dem Schritt vielleicht noch herumkritteln könnte, ob sie die richtigen Schuhe dabei anhatten und einfach wirklich jeder mit einem mit dem Rucksack mit sitzen durfte. Aber es ist ein Schritt und wir brauchen jeden Einzelnen. Also das ist meine sehr klare Meinung zu dem Thema insofern. Auf jeden Fall. Ja, bin ich da ganz offen. Aber Andreas wollte noch einen Song ansagen. Ich habe dich voll unterbrochen, unhöflich. Genau, richtig. Du hattest am Anfang des Interviews gesagt, wir sollten dich gar nicht so sehr über die Songs ausfragen. Gibt es irgendwas, was du uns über den zweiten Song Sicker erzählen kannst? Tatsächlich schon. Also in dem Lied geht es so ein bisschen darum, dass... ja, also er hat auch leichte autobiografische Züge vielleicht. Nee, es geht darum, dass man sagt ja eigentlich immer, Blut ist dicker als Wasser. Und in dem Song singe ich aber, Blood is thicker than water, weil ich darauf hinaus will, dass dieses Blut ist dicker als Wasser, das zählt, finde ich, bei mir nicht. Also nur weil man verwandt ist oder eine Familie ist, heißt es nicht, dass man mit anderen Leuten nicht ein ebenso starkes Band oder vielleicht sogar ein stärkeres Band haben kann. Und dass manchmal sogar so eine Familienhistorie auch sehr vergiftet sein kann oder sehr eine Belastung auch sein kann, die man mit sich rumträgt und aus der man vielleicht gar nicht rauskommt, weil es irgendwie so ein, genau, und darum geht es ein bisschen in dem Song. Wow, klingt sehr tiefgründig eigentlich. Also ich bin beeindruckt. Wir können da reinhören und mal ganz lange drüber nachdenken. Okay. Typischer Punkrock halt hier bei Radio Z 95,8 in lokalen Leidenschaften. Olli ist im Interview bei uns. Die Band heißt Melon Ball und der Song heißt Sicker. Und wie hieß der letzte Song jetzt nochmal? Der Akustik? Das ist die Akustikversion von Whatever, genau. Aber ihr, darf ich kurz was sagen? Schneidet ihr das dann? Ja. Wenn du möchtest. Ihr wisst schon, dass wir jetzt zum Beispiel noch nie aufgetreten sind oder so und dass wir jetzt eigentlich so erst, ja genau. Okay. Wir müssen dauernd auf der Reden. Ja, wir hatten, ich erinnere mich an eine Band, die hatte noch nicht mal ein Instrument gelernt, offensichtlich. Die waren schon bei uns im Studio. Ja, da ist uns der Corona quasi, hat uns ja, aber das kann ich ja gleich erzählen dann. Radio Z 95,8, ihr hört die lokalen Leidenschaften im Female mit Olli von Melon Ball und das war der Song Sicker. Im Moment oder eigentlich überhaupt gibt es ja Melon Ball tatsächlich nur in der produzierten Variante, oder?
Ja, wobei produziert ist auch ein bisschen, fast ein bisschen hochgestochen. Also wir haben die Songs halt selbst aufgenommen zu Hause. Tatsächlich habe ich hier in meinem Wohnzimmer eingesungen. Und der Basti, der schnibbelt und schneidet und soundingeniert da so ein bisschen vor sich hin. Und der Bass wurde dann zu Hause noch eingespielt von unserem Bassisten. Also das sind quasi in Eigenproduktion entstanden. Ja. Und wie sieht's aus mit der Bühne? Gibt es da schon die heimlichen Konzertmitfilmungen oder warten die noch auf uns? Ja, leider warten die noch. Also wir haben uns eigentlich über ein Jahr mit dem Songwriting Zeit gelassen und dachten, ja, wir wollen aber, man muss ja beim Punkrock auch sagen, jedes Lied dauert ja nur 2 Minuten, weil als wir 7 Songs hatten, dachte ich so, yay, jetzt können wir ein Konzert spielen. Und dann so, nee, das ist erst eine Viertelstunde. Ach. Da habe ich schon kürzere Konzerte gesehen. Und naja, wir wollten jetzt dann eigentlich im Sommer starten und wollten uns bewerben und haben irgendwie auch schon mit hier und da ein bisschen gesprochen. Tja, und dann kam Corona und deswegen warten wir jetzt noch so ein bisschen auf die Bühnen. Und ich denke mal, selbst wenn es im Herbst losgehen könnte, dann warten ja jetzt ganz viele auf ihre Nachholkonzerte. Also müssen wir mal gucken, wann wir irgendwie wo was kriegen, aber wir wären dann bereit. wir könnten doch. Das heißt, gibt's schon das, habt ihr jetzt mehr als 7 Songs? Also kriegen wir jetzt das 45-Minuten-Set voll? Ja, tatsächlich covern wir auch ein Lied. Zum Beispiel, also wir haben 2, 3 Covernummern auch, aber eins, das finde ich besonders witzig, leider haben wir davon noch keine Aufnahme. Und zwar ist es der Song Your Love aus den 80ern. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Your Love is my love. Das? Nee. Anderes. Nein, dann gibt es wahrscheinlich mehrere. Ja, auf jeden Fall ganz witzig. Aber ja, wir hätten jetzt dann so die 40 Minuten, denke ich, hätten wir voll. Reicht ja auch erstmal so als Vorbild. Ist das nicht schon zu lang für ein Punk-Konzert? Nee. Wo wäre denn der perfekte Rahmen für Melon Ball? Bitte, wo der wäre? Mhm. Naja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also natürlich würde ich voll gerne mal im KV spielen, weil das einfach so der Punkladen schlechthin ist, quasi aus meiner Sicht. Aber im Grunde würden wir überall gerne spielen. Ich meine, die Mutz, da läuft ja alles Mögliche, je nach Abend. Keine Ahnung, ich sehe uns da überall. Am liebsten würden wir natürlich eines Tages mal auf Punk Rock Holiday spielen. Das wäre unser ganz großer Traum. Es gibt da Möglichkeiten über Möglichkeiten. Du hast vorhin die autobiografischen Züge angesprochen, was mich mir den Hinweis darauf gibt, du schreibst Texte. Genau, ich schreibe bei uns die Texte. Oft denke ich so, oh Gott, kann ich das überhaupt? Oder schreibe und finde das dann eigentlich hinterher schon wieder gar nicht mehr so gut. Aber die Jungs sind dann meistens einfach sofort hin und weg oder geben mir da irgendwie so einen guten Input noch oder sagen, hä, nee, ist doch total geil und so. Und dann, wenn ich es dann 2, 3 Mal gespielt habe mit denen zusammen, dann bin ich dann eigentlich doch schon wieder meistens ganz überzeugt davon. Was ist dein Kriterium für gut? Also ist das ein externes Feedback? Nee, natürlich nicht. Aber ich bin ein sehr, sehr selbstkritischer Mensch, schon von Natur aus. Bei mir selbst nehme ich eigentlich, muss ich 120% spüren, sonst finde ich es nicht gut genug. Und das ist einfach, ich bin einfach super kritisch. Und da ist es manchmal schon ganz gut, wenn man eben in so einer Band ist, die einem dann sagt, nee, Olli, das ist alles geil, chill dich mal. Also du musst nicht alles 20 Mal hinterfragen und überdenken, weil manchmal ist auch einfach der erste Shot irgendwie ganz cool. Nicht immer natürlich, man kann immer noch was verbessern und so, das will ich gar nicht sagen, aber ich tendiere schon manchmal dazu, die Sachen zu zerdenken und dadurch, dass man dann in so einer Band ist, hat man oft gar nicht die Zeit dazu, weil es dann schon wieder weitergeht oder hat eben halt diesen Rückhalt von den anderen, die sagen, nee Olli, das ist alles geil, wie es ist, cool, das nehmen wir so. Meinst du, das ist der Rückhalt, der Frauen, quasi den Frauen fehlt, warum wir so wenige davon auf den Bühnen haben? Ja, das glaube ich. Außerdem glaube ich, dass auch wenige Frauen natürlich im Musikbusiness was zu sagen haben, leider. Also die meisten Konzertveranstalter oder selbst Venues haben ja männliche Chefs, also oder Vorgesetzte oder Booker oder wie auch immer. Ich glaube, dass dieses Thema halt auch oft nicht ernst genommen wird. Also die Frage ist ja immer, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Also sind die Leute keine Frauen gewohnt, weil es die nie auf den Bühnen gibt? Oder also muss man dann Angst haben als Veranstalter, wenn man eine Frauenband bucht, dass man dann weniger Einnahmen hat? Also irgendwie so sind vielleicht die Gedankengänge, ich weiß es nicht.
Ich glaube aber manchmal auch so ein bisschen, dass Männer sich vielleicht auch gegenseitig mehr pushen, wohingegen Frauen es vielleicht leider gelernt haben, mehr mit Ellbogen sich dann da durchzukämpfen. Ich weiß es nicht. Und was bräuchten wir, um zu sagen, hey, wir kriegen das zumindest hier in der Metropolregion weiter vorwärts? Also mal abgesehen vom Ansatz, wir müssen den Frauen die Ellenbogen abgewöhnen? Nee, so habe ich nicht gesagt. Also ich glaube, das fängt schon ein bisschen ganz früh an in der Förderung, dass man Mädels oder jungen Mädchen einfach auch zutraut, Instrumente zu lernen, Instrumente zu spielen, weil dann haben sie natürlich auch Bock, in einer Band zu spielen. Also das hat ist dann halt schon eher dieser Lernbereich quasi, den man eventuell unterstützen könnte. Ich meine, da gibt es ja diverse Modelle in Schweden und sonst wo, wo man einfach so in einen Proberaum gehen kann, der komplett ausgestattet ist, und dann kann man einfach mal rumprobieren und dann findet man vielleicht was. Da gibt es jetzt natürlich in Nürnberg mit der Luise und so schon eine ganz coole Einrichtung, wo man sich auf jeden Fall hinwenden kann. Was bräuchten wir sonst noch? Ich glaube, ich halte halt nicht so viel davon, jetzt so Frauenmusikfestivals zu machen oder jetzt zu sagen, wir brauchen jetzt eine Frauenquote bei dem und dem Festival. Weil ich glaube, dass das Problem irgendwie nicht verbessert. Ich habe leider auch manchmal erleben müssen, dass vielleicht extra, um eine bestimmte Quote zu erfüllen, eine weibliche musikalische Rolle, wie jetzt auch immer die geartet war, auf eine Bühne gestellt wurde. Und ich habe das halt einfach schon live erlebt, dann war die Qualität einfach nicht gut. Die Sängerin hat vielleicht schief gesungen oder keine Ahnung, das war einfach nicht so gut. Und indem man dann quasi wahllos also Frauen in der Musik pusht, gibt es den Kritikern ja eigentlich recht darin, dass die Frauen das halt nicht können, weil sie nicht gut sind. Deswegen müsste man, finde ich, von unten anfangen und die musikalische Bildung oder irgendwie die Qualität steigern. Genau, und dann muss das ja eigentlich automatisch passieren, dass es dann geil ist. Was jetzt nicht heißen soll, dass Frauen das nicht können generell. Du wolltest nicht, nee, das glaube ich kam jetzt falsch rüber. Aber nein. Also was wir halt festgestellt, also oder was ich persönlich finde, ist, dass dieses, naja, Frauen sind nicht gut genug dazu oder wir lassen nur entscheiden, wer am besten ist, ist halt immer auch im Auge des Betrachters. Und wenn der Betrachter tatsächlich immer ein Mann ist, dann ist da eine andere Wertung da, als wenn der Betrachter auch mal eine Frau ist. Deshalb versuchen wir ja sehr stark zu pushen, dass in allen Jurys zum Beispiel, wo irgendetwas über Musik entschieden wird, paritätisch Männer und Frauen drin sind, einfach weil Frauen anders Musik hören. Das sehen wir jedes Jahr beim Badentreffen bei der Jury, dass je nach Frauenanteil in der Jury andere Musik ausgewählt wird. Das heißt, wir müssen tatsächlich, was du am Anfang gesagt hast, wir müssen die Entscheiderinnen in die Position bringen. Und da wäre es dann halt schön, wenn die Clubs halt nicht nur von zwei Männern oder so geleitet werden, sondern wenn dann auch eine Frau bei der Entscheidung dabei ist. Wenn wir sagen, dass wir statt einem Booker zwei Halbzeitstellen für einen Booker und eine Bookerin haben, die die Musik aussuchen. Das wird nicht dazu führen, dass 50-50 Männer-Frauen gebucht werden, aber es wird andere Musik gespielt werden, die die Frauen näher an die Musik heranbringt. Das heißt, wenn wir tatsächlich einen Metal-Booker haben, irgendwo, der nur Metal, röhrende Männerstimmen super findet, dann wird da nie eine Frau die Möglichkeit haben, mal ein Vorbild auf der Bühne zu finden. Und das ist ja schon wieder Frauen. Also das wäre so mein, ich bin ja eher im absoluten, wir brauchen die Quote-Bereich. Weil ich glaube, solange wir die Frauen nicht pushen, solange wir nicht genug Vorbilder vorne haben, solange wird da nichts nachkommen, solange wir nicht zeigen, dass es geht. Das ist mein Ding dabei. Und die Quote müssten ja nicht mal 50% sein. Ich würde bei 30% anfangen und tatsächlich drüber streiten, ob wir nicht sagen, wir finden 30% Frauen, die so gut sind, wie die Bands hier nur aus Männern bestehen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Also ich glaube, was ich vorhin versucht habe, kompliziert zu erklären, war zum Beispiel beim Punkrock. Also es ist natürlich bei anderen Genres vielleicht nicht so extrem der Fall, aber jetzt beim Punkrock gibt es halt einfach ganz, also es ist eklatant weniger Anzahl an Bands, wo Frauen singen. Mhm. Und dann müssten ja ein höherer Prozentsatz dieser Bands, also 90% dieser Bands müssten richtig gut sein, um quasi mit den anderen 10% der anderen Bands, die richtig gut sind, mitzuhalten. Und deswegen fände ich es cooler, wenn man quasi den jungen Frauen, also dann lernen sie halt Instrumente oder Frauen, Mut macht, generell überhaupt mal Musik zu machen
Und dann trennt sich dann schon die Spreu vom Weizen so ungefähr. Aber solange man quasi nur aus so einem kleinen Pool fischen kann, ist da auch nicht nur Gutes dabei. Und da sind wir uns ja vielleicht auch einig. Genau, und ich glaube, dass wenn der Pool aber breiter wäre, dann würde der Unterschied einfach auch nicht mehr so eklatant sein, weil dann kann man ja aus den Vollen schöpfen. Das meinte ich so ein bisschen mit dieser Förderung von unten. Ja, es kommt aus beiden Richtungen, ist ja wahrscheinlich am besten. Ja. Genau. Jetzt haben wir dieses Drei-Säulen-Modell, ne? Wir brauchen die Entscheider, wir brauchen die Vorbilder, wir brauchen die Bildung. Es wird nicht gehen mit einer Lösung, die für alles die einzige Lösung ist. Wir verabschieden uns leider schon wieder von dir. Wir sind am Ende unserer gemeinsamen halben Stunde mit einem letzten Song von Melon Ball. Was hast du ausgesucht? Ach so, ich? Genau, wir haben... ich? Ja. Wir haben, weil ja dann Corona war, haben wir eben und nicht auftreten konnten, haben Basti und ich 2 Akustik-Songs aufgenommen, die auf YouTube gestellt. Und da hören wir jetzt Whatever, den Song. Hier bei Radio Z 95,8, den lokalen Leidenschaften. Olli, vielen Dank. Melon Ball heißt die Band. Viel Spaß. I'm sorry.